Moin Moin, liebe YouTuberinnen und YouTuber, hier bin ich wieder, euer No Orange. Ein weiteres Special der aktuellen, der Major Tags Bundesliga Saison 2008-2009 ist im Lande, nämlich das zweite, was wir durchführen. Es sind, wie gesagt, noch genug Karten da gewesen. Und schon mal vorab, es wird noch eine dritte und vielleicht auch eine vierte Update-Sammlung geben, weil so viele Karten gibt es davon noch, so viele habe ich noch. Jedenfalls möchte ich euch nicht länger stören, beziehungsweise nicht auf die Folter spannen und freue mich mit euch nach dem Intro direkt loslegen zu können, das zweite Sammelmappen-Update Match Attacks Bundesliga 2008-2009 von Tops. Bis gleich! Da bin ich jetzt wieder und wir können gleich loslegen mit dem zweiten Special Day Bundesliga-Saison 2008-2009. Karten liegen vor mir. Ich habe mir die Mappe schon rausgeholt von der Rückseite, dass wir da auch schnell loslegen können. Da habe ich ja daraus gelernt, weil ja auch keine Nummern da sind, sonst kann ich die ja gar nicht einsortieren. Rückseite, Leverkusen. Was haben wir hier? Gonzalo Castro. Sehr guter Verteidiger. Für mich absoluter Gewinn in Leverkusen. Sehr starker Spieler gewesen. Ist er immer noch absolut klasse. Lukas Sinkiewicz. Ja, solide. Sagt man, glaube ich, dazu. Solide. Nicht mehr und nicht weniger. Aber wenn man das zu einem Verteidiger sagt, ist das, glaube ich, auch absolut vom Punkt her in Ordnung. Ja, dann haben wir hier Tranquillo Banetta. Banetta, der Schweizer Nationalspieler. Sehr guter Kicker. Jo. Kann man eigentlich sonst nicht viel zu sagen. Spielt er eigentlich noch in Leverkusen oder wo spielt er jetzt? Spielt er überhaupt noch in der Bundesliga? Spielt er überhaupt noch Fußball? Weiß ich gar nicht. Also auch das wäre wieder eine schöne Sache für mich, wenn ihr das in die Kommentare mit reinjagt. Tranquillo Banetta, ob der noch spielt. Und wenn wo? Nochmal Leverkusen. No, Theofanis Gekas. Das ist ein richtiger Neuner gewesen. Ein absoluter Sniper. Und ja, war für mich Fußball eigentlich nie ein großer Techniker, aber der gehört, war da, wo ein Tor fällt. Wo ein Tor fallen kann. Simon Rolfe, Starspieler. Hat der jetzt aufgehört, glaube ich. Macht jetzt auf Kommentator in der Champions League, wenn Leverkusen spielt. Ja, absoluter Leader, Captain. Passt sehr gut nach Leverkusen. War auch in Bremen kein schlechter, muss ich sagen. Da hat er, glaube ich, vorher gespielt. So, nun haben wir die Fohlen. Borussia Mönchengladbach. Und zwar mit Jean-Sébastien Jauré. Tja, hat in der Bundesliga nicht richtig Fuß gefasst. Steve Gohuri ist, ja, was soll ich da sagen, ähnlich. Auch kein absoluter Burner geworden. Also Gladbach hatte zu der Zeit wirklich keine so gute Truppe zusammen, so wie das hier aussieht bisher. Vielleicht ändert sich das ja noch mit den Spielern, aber die sagen mir auf alle Fälle nicht, je Bundesliga tauglich. Ja, Gal Albermann, genau das Gleiche. Auch absolut, ja, nicht mehr als Durchschnitt. Müssen wir mal gucken, wo der hinkommt. 3, 6, 9, 10. Oben rechts auf der Rückenseite. Zack. Noch ein Gladbacher. Karim Madmur. Madmur, cooler Kicker, sehr guter Fußballer. Algerier, zumindest vom Namen her würde ich sagen Nordafrikaner. Wo der jetzt spielt, könnt ihr mir ja auch gerne mal reinschreiben. Wie gesagt, für mich ein sehr guter Fußballer. Nun kommen wir zu dem Rekordmeister, dem FC Bayern München. Und da haben wir einen Abwehrspieler. Philipp Lahm. Da hat es ja gleich richtig geknallt. Super geil. Ja, Philipp Lahm. Absolut klasse Fußballer. Schade, dass er nicht mehr in der Nationalmannschaft spielt. Ich könnte mir vorstellen,
dass der vielleicht nochmal EM, WM, Olympia oder irgendwas, dass der da irgendwo rumkrebst. Also das würde mich nicht wundern. Daniel van Beuten, auch ein Spitzenverteidiger im absolut Bundesliga-Niveau, Spitzenklasse in Belgien ja auch. Ich glaube, Captain auch in Belgien, sehr guter Mann. Toni Kroos, mittlerweile ja in Madrid, hat seinen Weg gemacht. Damals der Wert, man sieht das hier im Angriff, 62, Abwehr 32. Gut, Abwehr 32, der hat sich nicht so viel verbessert, würde ich sagen. Obwohl er eigentlich sehr zweikampfstark ist. Er ist sehr, sehr spritzig, wenn es sein kann. Gegen Brasilien hat das ja auch gezeigt bei der WM. Toni Kroos, ja, der macht seinen, der ist durch, der hat seinen Weg gemacht. Und der wird sich auch in Madrid über die Jahre definitiv durchsetzen. Tim Borowski, tja, Tim Borowski bei Bremen war er wichtig, da war er in einem System, da hatte er auch die Anerkennung, dass der nach Bayern gegangen ist, war ja völliger Blödsinn, weil er sich dort, also mir war klar, dass der sich in München nicht durchsetzt. Also der einzige Spieler, der bei Bayern war, der mich überrascht hat im Positiven, wo ich gedacht habe, Mensch, der wird es nie packen, aber der hat es absolut gepackt. Das war Hasan Salihamidžić damals, als er von Hamburg gewechselt ist. Den hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Der hat es echt, der hat sich durchgebissen. Oh, neuer Verein, Schalke 04. Aber das Mäppchen füllt sich. Schalke 04, wen haben wir denn da im Tor? Das müsste doch der Neuer gewesen sein damals, oder? Jawohl. Manuel Neuer, Wert 84. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Für mich der weltbeste Torwart. Mit allen seinen Schwächen, die er immer noch hat. Aber ist der weltbeste Torwart, Punkt. Heiko Westermann. Bei Schalke für mich absolut ein gesetzter Spieler in der Innenverteidigung. Sehr stark, auch Außenverteidigung sehr stark. Und in Hamburg eigentlich nie angekommen. Für mich. Für mich einer der typischen Spieler mit Jansen zusammen, die den Hamburger Niedergang fußballerisch beschreiben. Albert Streit. Albert Streit, tja, hätte nie von Frankfurt weggehen dürfen. Bei Frankfurt gesetzt, dass einer von denen, die dann einfach einen Fehler machen, indem sie denken, dass sie dann bei Schalke einfach den Schritt schaffen können. Wenn man in einem Verein ist, in der Bundesliga, und man ist gut dabei und geht dann nach Schalke oder zu einem anderen großen Club, dann muss man einfach überzeugt sein, dass das funktioniert. Und ich war mir auch sicher, dass es nicht klappt. Levan Kobiaschwili, auch ein sehr feiner Fußballer, auch defensiv sehr einsatzbereit. Das sieht man hier auch im Abwehrwert von 50 für Mittelfeldspieler, ist das ja sehr hoch. Ja, war ja auch bei Berlin, wenn mich nicht alles täuscht. Kam er von Berlin, ging er nach Berlin, eins von beiden. Aber wie gesagt, ein ganz guter Kicker. Ich muss mal gucken, wo der hinkommt. Wenn der Streit dort ist, der Ernst dorthin kommt, dann kommt der hinter den Neuer. Also hinter dem Keeper, da passt er als defensiver Mittelfeldspieler ganz gut in dieses System hinein. So, oh, es glitzert. Jefferson Farfan. Ja, Farfan, Farfan, Farfan. Verdammt, verdammt, sag ich da immer. Entschuldigung. Der hat Spiele gehabt, Wahnsinn. Der hat Spiele gehabt, Albtraum. Also, Farfan ist so eine Sache für sich. Nächster Verein. Nächstes Glück. Der VfB Stuttgart. Ein Abwehrspieler. Mathieu Delpierre, absolut solider Verteidiger, gibt es nichts Negatives, aber auch nicht viel Positives, absolut solide für Stuttgart. Pavel Pardo, ja, Pardo war glaube ich mit Osorio, das war noch die Mexicano-Connection, die sie geholt haben, wenn mich nicht alles täuscht, wie gesagt auch sehr gut, ein sehr guter Spieler, aber ja, auf Dauer langfristig einfach nichts für den VfB. Ja, die hatten ihre Spiele und hatten aber auch weit oft auch ihre Ausfallspiele, wo es nicht reichte. Roberto Hilbert, Mann, der sieht vom Gesicht her immer noch genauso aus, wie ich ihn jetzt gesehen habe im Spiel. Die Haare hat er zum Glück anders, weil das hier ist ein Albtraum. Sehr solider Mittelfeldspieler. Mir gefällt die Art nicht, wie er so nach außen in sich gibt. Also ich finde ihn da ein bisschen arrogant, weiß ich nicht, aber er ist bei jeder Sache am Meckern, er könnte einen Gegenspieler das Bein brechen und wird immer noch sagen, Schwalbe. Und das gefällt mir einfach bei Fußballern nicht so. Jetzt haben wir hier Cipran Marica. Auch ein guter Stürmer.
Für VfB-Verhältnisse in der heutigen Zeit wäre er natürlich super wichtig. Der trifft das Tor zwar auch nicht immer, aber das wäre schon ein guter. Ja, und nun kommen wir zum VfL Wolfsburg. Im Tor. Tja, Benaglio, wer soll es anders sein? Klasse Keeper in der Schweiz. Also der ist für mich so ein, das könnte ein kleiner Buffon werden. Also den sehe ich auch in 5 Jahren noch in Wolfsburg Stammtorwart sein und auch in der Nationalmannschaft. Marcel Schäfer auch ein erstklassiger Fußballspieler. Durchaus auch Nationalmannschaftsniveau in Deutschland. Ashan Dejaga. Ja, auch bei Berlin gespielt. Iranischer Nationalspieler. Ja, wie soll ich sagen? Bundesliga-Durchschnitt, sag ich einfach mal. Kein schlechter Kicker. Ja, Zwetsche, ne, Zvestan Misimovic, auch ein Virtuose am Ball, sag ich mal so. Weiß auch, wo das Tor steht, glaube ich, auch sehr gut bei Standards gewesen. Spielt der jetzt in England? Ich glaube, ja. Dann haben wir im Angriff Grafit. War das das Meisterjahr von Wolfsburg? Also das spielen ja Spieler, wo ich sage, Halleluja, Manometer. Der Grafit auch ein absoluter, brutal geiler Kicker. So, ich hoffe, der Cut war jetzt nicht so schlimm. Wir sind jetzt schon bei den Matchwinner-Karten angelangt. Und Vereinslogos sind hier auch noch. Mal sehen, was wir hier haben. Also Berlin im... Bielefeld im Tor. Roland Fernandez. Mit Z geschrieben, so wie ich das kenne. Der andere Fernandes von Bochum, glaube ich, wird nicht mit Z geschrieben. Also die Matchwinner-Karten, ich hoffe, das kann man auf der Kamera ein bisschen sehen, sind richtig geil. Also die gefallen mir auch schon mal richtig cool, gut. Das heißt, drei... Achso, so rum geht's. Dann ist er in der zweiten Reihe, und zwar der zweite Spieler. Als nächstes vom VfL Bochum, die dritte Reihe. Da haben wir Christoph Dabrowski, der Rackerer und Ackerer von Dienst in Bremen und auch in Bochum, absoluter Läufer. Cottbus, Erwin Skela, den fand ich auch immer richtig cool. Ist sozusagen 1, 2, 3, 4, 5. Reihe. Und zwar wäre das dann der erste Spieler. Das heißt, er ist hier angelangt. Erwin Skela, wie gesagt, fand ich auch ganz cool. Ich bin mal gespannt. Der HSV. Dann sind wir schon bei Dortmund. Oh, dann müssen wir wechseln. Also Dortmund ist ja die 6. Reihe gewesen. Jetzt sind wir hier oben bei der 7. Reihe. Das ist dann Frankfurt. HSV guckt einen an, 7. Reihe. Und wen haben wir? Ivica Olic. Ivica Olic, tja, der Dauerrenner vom Balkan, absolut klasse Fußballspieler auch, ja, auch das wieder ein Bundesliga-Gewinn, Angriffswert 97, Halleluja, aber ich meine, er ist auch wirklich ein Knipser, ein richtig gefährlicher Kicker, für jede Mannschaft, sag ich mal, auf der Gegnerseite, grausam ihn als Gegenspieler zu haben, als Verteidiger. Hannover 96 haben wir hier keinen dabei. Dann kommt Hoffenheim, Karlsruhe. Also wieder die Mitte zur Mitte. Und zwar im Tor. Da müsste der Müller sein. Ja, Markus Müller. 96er Abwehrwert als Match. Ach so, dann sind die Kartenwerte hier bestimmt höher, als die normalen Kartenwerte es sind. Als in der Mappe, weil Markus Müller ist in der Mappe auch drin. Ich glaube aber nicht mit so großen Werten. Aber auch hier wieder, also die Karten sind schon, oh, jetzt muss ich gucken, sind schon bei HSV, Hannover, Hoffenheim, Karlsruhe, Miller, Rückseite. Zack, drinne. Als nächstes Schalke, also Köln schließt die Serie ab. Dann geht es weiter, Köln haben wir durch, Leverkusen, Gladbach, Bayern, Schalke. Also es lächelt uns nicht mehr an. Guckt gleich rum. Wen haben wir hier? Heiko Westermann. Tja, da als limitierte Karte, sag ich mal, bei Schalke
in Ordnung. Bei Schalke wirklich in Ordnung. Aber, hä? Es steht hier gar nicht drinne. Hier steht drinne bei Schalke Ivan Rakitic, Rafinha und Jefferson Fafan. Ich packe ihn jetzt einfach mal bei Rafinha hin, Abwehrspieler. Aber das ist ja echt komisch. Wieso steht der hier nicht drauf? Ist das vielleicht ein Fehldruck? Bin ich reich? Bin ich vielleicht reich gerade geworden? Das muss ich doch mal im Internet googeln. Schreibt mir was dazu. Ist da irgendwas, was ich wissen muss? Schreibt es. Lege ich mir zur Seite. Jetzt muss ich hier wirklich gucken, wo ich hängen geblieben bin. Der HSV war ja in der Mitte. Der HSV war in der Mitte, Hannover, Karlsruhe war auch in der Mitte, Köln, Leverkusen, Gladbach, Bayern, Schalke wäre hier gewesen, Stuttgart, Wolfsburg ist ganz hinten, Angriff, das kann nur Graphit sein und es ist der Graphit, ach supi, habe ich ihn auch zweimal, als Starspieler ist er schon in Erscheinung getreten und da jetzt auch nochmal, aber mit Westermann wundert mich, aber ist egal, also ich nehme es so wie es kommt, ich lege mir die Karte, hier ist er noch einmal, beiseite. Und das muss ich checken. Und nun machen wir weiter mit den Vereinslogos. Logos des Vereins. Und da haben wir den VfL Bochum auf Seite 3. Also das dritte Zeichen ist es der VfL. Die Karten des Bochum, so Name steht unten, Wappen, ist ganz gut gemacht. Mal gucken im Vergleich jetzt Frankfurt. In Werder, Cottbus, Dortmund, Frankfurt ist hier. Ach so, das ist denn nicht blau. Da haben sie so ein bisschen vereinsfarbentechnisch den Hintergrund gemacht. Das ist super. Das ist schon mal den Jungs sehr gut gelungen. Als nächstes der KSC Hamburg, Hannover, Hoffenheim, Karlsruhe ist in der Mitte oben. Ja, und das ist ähnlich wie das Bochumer Logo, weil es eben das Blaue im Wappen hat. Auch sehr fein gelungen. Und zum Abschluss haben wir hier Bayern München. Köln, Leverkusen, Gladbach, Bayern ist hier auf der Rückseite und ähnlich wie das Frankfurter Wappen gehalten, logischerweise. Also alles super. Ja, mit Westermann, da muss ich mich mal schlau machen. Vielleicht bin ich jetzt Millionär. Dann seht ihr mich, wenn ihr mich sehen wollt, von Jamaika aus wieder. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wiederum wie ich. Und bitte Daumen hoch beim Video, bei Fragen, haut's in die Kommentare eure Fragen, abonniert den Channel, denn es geht munter weiter. Wir sehen uns morgen, dann schon zum dritten Special Day, auch wieder Match Attacks Bundesliga 208-209. Bis denne, tschüss.